Und damit, moin moin Leute, ich bin der Kupus Brain oder einfach Janik und begrüße gerade dich zum großen neuen Nintendo-Klassiker und tatsächlich mal nicht mit unserem schnurrbärtigen Mario in der Hauptrolle, sondern mit Princess Peach, die sogar eine eigene Stimme hatte gerade und wow gesagt hat. Ich war selber ein bisschen schockiert. Wir schauen uns das neue Spiel an. Eine Demo ist schon erschienen, die wir uns anschauen können. Und natürlich ab dem 22. März startet ja auch das vollwertige Let's Play. Und wir sind angekommen im Funkeltheater. Wir sind endlich da, Prinzessin Peach! Ich glaube, das werde ich nicht durchhalten. Ich hole uns Eintrittskarten, es sollte nicht lange dauern. Seh dich doch in der Zwischenzeit im Foyer um. Ich melde mich, wenn ich die Karten habe. Okay, willkommen im Funkeltheater. Ja, hallo, toll! Wow. Also ich muss zugeben, ich war von den Trailern tatsächlich sehr überrascht, dass es doch so cool aussah. Weil das letzte Prinzessin Peach Spiel, was ich kenne, war glaube ich für den Game Boy oder den DS. Das, wo man seine Emotionen steuern könnte. Das war für den DS, genau. Und jetzt so ein vollwertiges, großes Peach Spiel zu haben, wo man in verschiedene Rollen schlüpfen kann, das fand ich schon ziemlich cool. Also ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Der Funkeli hier gefällt mir am allerbesten. Okay, wo ist der Laden? Ich zeig ihn dir. Und wer ist er? Moin. Der Funkeli in diesem Theaterstück ist einfach toll. Seine Funkelkraft überstrahlt alles. Die Funkelis sind unsere Stars. Ihr gewisses Etwas erweckt die Bühne zum Leben. Funkelis. Aha. Wir haben auch ein Hauptmenü. Was können wir da Schönes machen? Optionen. Wow, doch so viel. Die haben immer noch nicht geöffnet? Vorsicht, Baustelle. Na toll. Was mit euch? Heute sind wir Publikum, doch der Traum eines jeden Theatris ist, selbst auf der Bühne zu stehen. Tut mir leid, dieser Bereich ist gesperrt. Wie, warum kann ich nicht nach unten? Gemein. Welches Theaterstück sollte ich mir ansehen? Der Einlass für unser neues Fechttheaterstück beginnt bald. Noch etwas Geduld. Okay. Prinzessin Peach, ich habe unsere Karten! Großartig. Toad, wo bist du denn? Da! Pardon! Hier ist deine Karte. Ganz schön voll hier, oder? Dann sind die Vorstellungen bestimmt toll. Mit Sicherheit. So, was haben wir denn als erstes Kunststück vor uns? Unser Theaterstück beginnt bald. Wir sollten zu unseren Plätzen gehen. Hilfe? Was geht denn jetzt ab? Wir haben eine Ankündigung für alle Besucher des Theaters. Es wird nun Zeit. Für eine fesselnde Vorstellung der Extraklasse. Mit mir Grape in der Hauptrolle. Wer soll das so schnell lesen? Nicht die Krone! Und meine Freunde. Oh. Okay. Princess Peach Showtime. Die Demo. Toll, ohne Krone sitzen wir jetzt hier. Bist du etwa ein Funkeli? Och. Du möchtest wissen, was los ist? Ja. Also, das sind seltsame Gestalten mit Masken und sie bringen alle unsere Theaterstücke durcheinander. Solange sie da sind, können wir das Stück nicht aufführen. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Du wolltest dir also nur einige Theaterstücke ansehen und bist dann in diese ganze Sache hineingeraten? Das tut mir leid. Ich muss alles wieder in Ordnung bringen, aber allein schaffe ich das wohl nicht. Ich wäre wirklich froh, wenn du mir helfen könntest. Was meinst du? Bist du dabei? Na, Kliro Miro. Wirklich? Du möchtest helfen? Oh, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Süß.
Stella. Ich heiße Stella, ich bin eine Funkelfee, die über dieses Theater wacht. Und du bist Peach? Was für ein toller Name. Mithilfe der Funkelkraft holen wir uns das Theaterstück zurück, damit die Vorstellung endlich weitergehen kann. Und als erstes dürfen wir anscheinend die Degen-Peach werden. Die Maskierten halten sich im Fechtstück auf. Fechten. Das ist also unser erstes Ziel. Nicht Degen, Fechten. Natürlich. Okay. Was erwartet uns denn jetzt? Das Dornenschloss. Also die ganzen Theaterstücke sind dann dementsprechend einzelne Level. Ich muss sagen, die Beleuchtung, die hier im Hintergrund immer passiert, sieht so ein bisschen low-FPS-ig aus. Ich weiß nicht, ob das nur jetzt in der Demo so ist, ich hoffe. Weil es ist so ein bisschen, sieht so ruckelig aus, wenn man darauf wartet. Naja, danach ging es dann auch. Aha. Das ist also die Fechtgeschichte und tatsächlich stimmt hier etwas nicht. Hm? Oh, oh nein! Oh! Ah. Jemand wurde verletzt! Oh nein! Ob die maskierten Gestalten dahinter stecken? Ach, jetzt verstehe ich. Ich habe eine Idee. Wir sollten es mit der Funkelkraft versuchen. Ey, yo! Schicke Schleife. Jetzt kannst du mit dieser Schleife die Funkelkraft verwenden, Peach. Los, dieser Theati braucht Funkelkraft. Yes. Okay. Ey, yo! Jetzt fühle ich mich besser. Hier siehst du, was die Funkelkraft vermag. Sie erfrischt und bringt alles zum Strahlen. Mit deiner Hilfe und der Funkelkraft können wir alles wieder in Ordnung bringen. Let's go. Okay. Hier ist wieder alles ganz normal. Aber wir sehen besser einmal nach, ob im Schloss alles in Ordnung ist. Okay. Sie haben ganz plötzlich angegriffen. Ich fühle mich so richtig erfrischt. Na, ein Glück. Sie hat eine ganz blaue Nase. Oh. Ich habe solche Angst. Da sind die Schurken. Sie machen wohl immer noch Ärger. Zack. Danke. Ich wusste es. Gegen die Funkelkraft haben diese Gestalten keine Chance. Aha! Alle bezwungen. Springen können wir natürlich auch. Sehr gut. Oh! Gleich die meisten Münzen mitgenommen, die wir haben. Sehr schön. Hier gibt es eine Abkürzung zum Schloss, oder gab es sie mal? Wo ist nur der Weg? Sehr gut. Und den Weg finden wir bestimmt über die Blumen. Die Scheinwerfer gehen an. Und der Weg eröffnet sich. Hurra, jetzt kommen wir weiter. Sehr schön. Nice. Nice. Oh, das ist ein Funkelkristall. Er ist ein greifbarer Hinweis deines Könnens. Diese Kristalle strahlen vor Kraft und werden dir sicher noch einmal sehr nützlich sein. Okay, damit haben wir schon mal einen gesammelt von einigen, die man finden kann. Und natürlich werden wir die 100% holen in dem Spiel. Wir können das Schloss von hier aus schon sehen. Jetzt sind wir bald da. Oh, was machen denn die ganzen Dornen da? Oh oh. Oh nein, der König ist im Schloss. Oh, noch mehr Dornen. Die können wir auch erstmal so nicht bezwingen. Wenn ich nur etwas stärker wäre. Oh! Zack. Sehr gut. Ich fühle mich unbesiegbar. Jawohl. Das war schrecklich. Danke für die Hilfe. Na klar. Uiuiui. Was ist hier oben noch los? Was wohl im Schloss vorgeht? Oh, hier ist noch ein Funkelkristall.
Ich frage mich nur gerade, ich möchte jetzt natürlich... Aha. Die Bäume standen einmal in voller Blüte. Das kriegen wir doch hin. Müssen wir die einsammeln? Oh ja. Nein! Nicht verschwinden! Hoppa. Oh? Was haben wir hier erhalten? Die Blüten sind einfach wunderschön. Wie süß sie am Tanzen ist. Erinnert mich ein bisschen an Super Mario RPG. Oh, man hat auch tatsächlich eine Lebensleiste. Also es kann tatsächlich auch brenzlig werden, je nach Gegner. Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier sind ja auch einige Dornen. Wer kommt uns und ficht für uns? Ficht für uns? Ich würde sagen, ich tue das, denke ich. Ihr schafft das. Ich werde diesen Weg frei machen. Diese Dornen werden wirklich zum Problem. Oh. Hast du all diese Blüten erblühen lassen? Na klar. So, und ihr könnt das jetzt hier auch mal einmal umhauen. Das heißt, diese ganzen Funkelstände sind auf jeden Fall ziemlich gut versteckt. Da muss man gut aufpassen, dass man alles mitbekommt. Das ist die Fechtfunkelkraft, Peach. Gemeinsam können wir sie nutzen, denke ich. Oh? Ist das etwa die erste Verwandlung? Ui? Ey, yo! Damn. Wann fecht Peach in Smash? Fechterin Peach. Oh, wie cool. Heißt das, wir können jetzt alle Dornen kaputt machen? Du bist doch die Fechterin. Zack. Jetzt können wir richtig durch. Die Fechterin. Durchkämpfen. Haha. Wie elegant. Dieses Können mit dem Degen. Enorm. Wir brauchen die Fechterin. Hier bin ich doch schon. Zack. Haha. Oh, noch ein Funkelstern. Sind die Funkelsterne da unten alle für das eine Level? Das fände ich ein bisschen verrückt. Aber hier kann man nicht noch mehr kaputt machen aus dem Vordergrund, glaube ich. Ich will natürlich nichts unbeachtet lassen. Oh oh, jetzt geht's ab. Nicht einen Schritt weiter. Okay. Mit X kann man sich auch nochmal einmal die Steuerung anzeigen lassen. Beobachte deine Gegner gut und drücke dann B oder A, um auszuweichen oder zu kontern. Kriegen sogar ein Herz hier. Nein! Wow, ich bin perfekt ausgewichen. Wow! Okay, das war cool. Im perfekten Augenblick bin ich nach oben gesprungen. Langsam glaube ich wirklich, diese ganzen Funkelstände sind nur in diesem Level. Das macht mir ein bisschen Angst, weil das sind ganz schön viele. Steuerung. Bist du an einer interessant aussehenden Stelle, dann drücke ZL oder ZR, um zu posieren. Wow. An so einer Stelle waren wir aber schon mal. Bekommt man hier auch einen Funkelstern? Oh. Wir waren schon mal an so einer Stelle und da wusste ich noch nicht, dass ich ZR, ZL drücken muss. Da kam schon mal so ein Scheinwerfer von oben. Ich bezweifle aber, dass man da jetzt nochmal einmal zurückgehen kann. Oder? Nee. Das habe ich mir gedacht. Okay, aber gut zu wissen. Das heißt, wenn ein Scheinwerfer von oben leuchtet, dann müssen wir posieren.
Moin. Ui. Der König, was sollen wir nur tun? Wir müssen uns beeilen. Auf jeden Fall. Ein Herz kriegen wir auch nochmal. Sehr schön. Oh Gott, wer ist er? Ich werde dich nicht durchlassen. Auf sie! Boah, das ist so cool, dass man dann so einen Sprung hinter die macht. Vor dem habe ich jetzt ein bisschen Sorge. Jetzt bin ich dran. Oh, weia. Okay. Zack. Auch ihn konnten wir bezwingen. Sehr schön. Zwei Funkelsterne gilt es noch zu holen. Mal schauen, ob wir die direkt hier finden können. Das wäre natürlich großartig, wenn wir das erste Level auch direkt schon zu 100% abschließen können. Kommt runter. Die Fechterin ist hier. Zeit zum Angriff. Ach, aber ihr steht da oben einfach rum. Okay. Wie die Lemminge hier. Sind das viele? Da ist nochmal ein Funkelstern. Oh, ich wurde das erste Mal getroffen. Mist. Aber das musste auch passieren. Und ein Funkelstern fehlt noch, damit wir alle gesammelt haben. Und der kommt bestimmt zum Level. Aua. Abschluss. Jetzt werde ich hier auf peinliche Art und Weise noch getroffen am Ende. Aber sehr cooles Leveldesign. Gefällt mir. Sehr simpel, aber... Da ist der König. Richtig schön aufgebaut wie so ein kleines Theaterstück eben. Dieses Schloss gehört jetzt uns. Oh oh. Oh oh. Hier hab ich das Sagen. An mir kommst du nicht vorbei. Wow. Ich bin richtig nach vorne gepirscht, als würde ich hier gerade einen Speedrun machen. Tut mir fast ein bisschen leid. Das ging jetzt gerade sehr flott. Nicht getroffen. Auch bezwungen. Und drauf da! Und da ist der letzte Funkelstern und wir haben alle gesammelt. Im ersten Level. Sehr stark. Das Dornenschloss. Ergebnis 1. Wir haben Münzen gesammelt und die Schleife konnten wir auch finden. Kleiderschleife erhalten. Fechterinkleid. Cool. Okay. 10 Funkelsterne. Und bestimmt sind die Münzen dafür da, um Sachen zu kaufen. Fortsetzung folgt. Damit schließt sich auch schon der Vorhang. Sehr, sehr hübsches erstes Level. Cool. Besonders gerade auch mit der Fertigkeit. Oh. Und es ist wieder grün. Hübsch. Wir haben es geschafft. Gemeinsam ist es uns gelungen, die Funkelkraft zu nutzen. Oh? Aber noch ist das Theater nicht wieder so, wie es vorher war. Ob das an diesen leuchtenden Fäden und dem Symbol dort liegt? Die anderen Stücke brauchen sicher auch unsere Hilfe. Komm, lass uns gleich nachsehen. Wo verschlägt es uns denn als nächstes hin? Aber
Was wir als nächstes für ein Kostüm bekommen und welches Theaterstück auf uns wartet, schauen wir uns im nächsten Part an. Also wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um den nächsten Part und natürlich das Let's Play ab dem 22. März nicht zu verpassen. Bis dahin, euer Brain, Tiddly mit Ü.